Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 14.06.2023. Ja, und das hat geklappt. Unser DAX, der drückt ja, macht ja immer Yes, denn das war so wie erwartet. Unser DAX ist hochgekommen in die 240. Wir hatten gesagt, dass der Bereich oben jetzt noch dran wäre, wenn es unserem DAX gelingt, oben direkt weiter rauszuziehen. Hatten auch gesagt, dass das ein Widerstand ist. Ich denke mal, da haben selbst die, die Short einfach gegengeklopft haben, auch was von gehabt. Ne, dann ist er runter, hat das Gap geschlossen, schön auf dem Support sich wieder aufgedreht. Also das war stimmig erkennbar. Hat man auch so gesagt, ne, die 1,20, 100 hier, dass die nochmal Support geben kann. Die hat er nochmal gehalten. Sichtbar auch gehalten, wirklich, das hat er ordentlich gemacht, richtig Dynamik rausgenommen, wieder aufgedreht, so wie das sein sollte. Dann auch angefangen, Schubkraft nach oben reinzubringen, also alles das, was es braucht, um eine Trendfortsetzung zu erwirken. So, von daher Muster, schöner Ablauf, wie eigentlich auch schon vor Vortag mit dem Pullback auf die 16,20. Und nun sind wir da, jetzt sind wir erstmal an dem ersten wichtigen Teilstück, das ist hier oberer Bandbereich. Nicht wundern, der DAX ist jetzt nicht am oberen Band dran. Beim Band ist es aber so, dass das ja quasi mit dem Markt läuft. Das heißt, das kann sich auch verändern. Würde der Markt jetzt hier 2, 3, 4, 5 Tage nach unten richtig hart nach unten zurückfallen, würde sich das hier von oben wieder runterlegen und würde direkt anliegen, ja, weil sich das dann glättet also die Linie hier von links, das schlägt jetzt hier bloß so oben aus, weil wir gerade hier oben dran stehen. Wenn der Markt jetzt aber hier nach unten kippt, dann kommt das runter und dann liegt die Linie quasi oben gerade an. Dann wäre genau am oberen Band gewesen. Das heißt, wenn ich immer gesagt habe, ich will ihn oben am Band sehen, 240, dann ist er da jetzt dran. Das ist das, was ich sehen wollte. Und demzufolge hätte von hier jetzt natürlich auch die Möglichkeit, wenn er jetzt nicht in eine Übertreibung will, wenn er nicht oben rausrennen will, einfach wieder umzudrehen und zum unteren Band zurückzulaufen. Untere Band zurückzulaufen heißt dann 15.700. Ja, das heißt, hier muss schon nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit mit da sein. Nicht zu viel Optimismus auf der Long-Seite sollte da sein, ne? Das ist nochmal eine Stelle, wo ein Markt gerne einfach mal dreht. Ne? Das sieht man immer wieder. Auch hier, ich meine vom oberen Band und zack, bis er wieder unten ist. Das ist eigentlich ein üblicher Ablauf. Den findet man immer mal wieder oben ran, unten zurück. Eben noch kein Ausbruch. Das gibt es so tausendmal. Das habt ihr alle oft genug gesehen. Behaltet es bloß ein bisschen vor Augen. Für mich wird es erst wirklich interessant, wenn wir jetzt hier einen Tagesschluss kriegen würden. Unter 16.200 zum Mittwoch. Erst dann würde ich das wirklich ein bisschen in Betracht ziehen und für mich nutzen und dann eben versuchen, die nächsten Tage über Donnerstag, Freitag Richtung 15.700 hinzuhandeln. Solange das aber nicht ist, solange wir keine rote Tageskerze kriegen, geht jetzt hier erstmal noch ein bisschen Chance auf in die Trendfortsetzung. Und da müssen wir sagen, sind nun die nächsten Ziele hier beim bisherigen Jahreshoch um die 13.300. Wir machen es ganz genau. Ganz genau haben wir das Jahreshoch bei 16.331. Das wäre jetzt oben noch erreichbar, ne? Die 16.331, 16.365 und ja, geht da drüber sogar bis rein in die 16.500. Wäre theoretisch möglich, auch wenn er schwächer reinkommen sollte. Sich aber, ich sag mal, über 16.170, 16.160 am Morgen wieder nach oben aufdreht und dann über die 16.240 drüber springt. Dann wäre das für mich auch ein Augensignal rein in die 300 und hoch ans Jahreshoch zurück. Ne? Weil bis jetzt ist er deutlich aus der Range raus, er steht oben drüber. Er hat jetzt hier jetzt schon, Entschuldigung, hat eine kleine Short-Pyramide, die er vor sich herzieht. Ne? Hat jetzt hier doch den einen oder anderen überrumpelt. Also in der Regel die hier schon die ganze Zeit Short aufgebaut haben, die jetzt weit aufgebaut haben, die auch vielleicht das 1, 2, 3, wir haben jetzt hier 1, 2, 3 offene Gaps drin stehen. Da kam jetzt das vierte, das wurde zwar geschlossen, aber ich sag mal, wer da am Vorabend Short drin stand und vom Aufwärtsgap überrumpelt wurde, der hat noch nicht zwangsweise eine Möglichkeit gehabt, aus der Misere auch wieder richtig rauszukommen, weil der ja eher auf das Gap getradet hat. Na, das heißt, die sitzen in der Regel alle noch drin, die ja Short drin sind, und von daher könnte sich ein Short Squeeze auch durchaus noch nach oben formen. Und behaltet auch bitte das mit dem Verfallstag im Hintergrund. Ja, wir haben Freitag den Verfallstag, wo nach Verfallstagsdiagramm ja die Abrechnung unter 16.000 erfolgen soll. Das heißt, es gibt auch viele, die hier einfach jetzt sagen, sie halten ihren Verlust, weil der steht ja eh am Freitag unter 16.000. Ihr habt Webinar geguckt, nicht Webinar, habt ihr vielleicht auch geguckt, aber die, die kein Webinar geguckt haben, haben vorgestrige Morgenanalyse geguckt, da haben wir intensiv drüber gesprochen, dass das völlig egal ist und der Markt auch gut 400, 500, 600 Punkte vom Verfallstagsniveau weg.
kann. Deswegen mit dem Markt traden und nicht dagegen stellen, solange er Stärke zeigt. Ja, und wenn er jetzt hier weiter Stärke zeigt, ist noch einiges nach oben möglich, eben auch um die Shorts rauszusqueezen. Und das kann bis Freitag kann er die Nase halten. Der kann die wirklich hochhalten. Das wäre dann tatsächlich verfallstags getrieben, weil die Leute alle jetzt davon ausgehen, der macht die 116.000, macht es dann aber nicht. Und dann lassen sie den oben stehen bis Montag. Ja, dann setzen sie den irgendwo auf ein hohes Niveau und lassen den bis Montag stehen. Und dann ist für die Leute der Verfallstag vorbei. Für die gibt es keinen Grund mehr, warum man nach unten muss. Lösen die ihre Shorts auf, gehen selber long und dann kommt die Kiste wieder zurück. Ja, das wäre eigentlich rein markttechnisch betrachtet ein üblicherer Ablauf, wie einfach sauber zurück und unter 16.000 abbrechen. Ja, das würde man eher so sehen. Gibt es auch keine Regel oder keine Begründung, warum. Das ist halt einfach Beobachtung. Immer wieder sieht man so ein Verhalten vom DAX und sollte es dann einfach für sich nutzen. Bisschen im Hinterkopf mit behalten halt, ne? Deswegen würde ich ganz klar, ich persönlich, oberhalb von 16.180 zum Mittwoch, 16.160 vielleicht sogar, weiter long suchen, weiter long suchen und bis er oben richtig rausqueezt halt, ne? Und selbst wenn er rausqueezt, dann kommt er kurz zurück, aber der geht wieder an der Squeeze-Spitze oben ran dann, ja? Gibt von dort nicht weg. Es gibt auch ganz viele, die rufen dann Short Squeeze, Volumen Peak, jetzt kippt der Markt und Pustekuchen, dann läuft er bis zum Arm wieder an die Spitze oben ran. Auch ganz, ganz oft zu sehen. Ja, und dann holt er mit sowas nochmal richtig Shorts rein und dann peitscht er die auch bloß nach oben aus. Also da muss man hier langsam ein bisschen aufpassen, sowas kann kommen. Muss nicht, aber es kann. Es wäre üblich in einer solchen Situation. Ja, und deswegen lieber ein bisschen drauf vorbereiten und drauf einstellen. Und dann erleidet man nicht vollkommen Schiffbruch, wenn man hier gegen den Markt arbeitet. Ja, einfacher ist es aber immer mit. Gut, Freunde. Ja, das soweit dazu. Unterhalb von 16.160 vielleicht hinzuzufügen wäre dann nochmal die 16.100, 16.120 Support. Die bleibt Support. Bricht sie aber, haben wir bei 8,75, bei 9,75, Entschuldigung, 15.975 einen nächsten Anlaufpunkt, nämlich dann tatsächlich den Gap Close hier und die Volumenzone in der Mitte. Ja, wenn er das macht, kommt er einen Tag später auch noch tiefer. Aber ich glaube, wir behalten es jetzt erstmal so. Wir hier nicht zu viel Short ködern. Ja, dafür brauche ich erst eine rote Tageskerze. Und ich fürchte fast, dass die zum Mittwoch gar nicht kommt. Ja, ich denke fast, die lassen sie oben stehen am Tagesband. Drücken bestimmt sogar noch oben eine Spitze drauf jetzt am Mittwoch. Gut, Freunde. Dann belassen wir es dabei. Ich wünsche euch viel Erfolg zum Mittwoch. Holt euch eure Punkte. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.